Snap ist heute in Düsseldorf am Ministerium für Schule und Bildung, um unserer Schulministerin, Frau Yvonne Gebauer, ein paar wichtige Fragen zu stellen zu der Zukunft für uns Schüler in Nordrhein-Westfalen. Und dafür gehen wir mal kurz ins Ministerium rein. Schön, dass Sie sich heute einen Augenblick Zeit genommen haben für uns, um ein bisschen über Schulpolitik in Zukunft reden zu können. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Gebauer. Sollten die Grundsätze der UNESCO mit dem Rahmen des globalen Lernens verstärkt im Unterrichtsleben eingebaut werden und auch die Akzeptanz in der Lehrerschaft verstärkt werden? Wir zum Beispiel in unserer Schule haben Namibia-Austausch und Inklusiven. Was halten Sie von solchen Projekten? Ich halte solche Projekte für großartig und würde mir natürlich noch wünschen, dass viele, viele Schulen sich solcher Projekte anschließen, zu UNESCO-Projektschulen werden. Es ist wichtig, dass wir das große Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung noch stärker verankern in unseren Schulen, als das bisher der Fall gewesen ist. Es gibt jetzt ja neue Leitlinien in diesem Zusammenhang. Und das ist sicherlich das Thema der Zukunft, womit sich unsere Schulen, unsere Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich dann auch unsere Schülerinnen und Schüler noch stärker auseinandersetzen müssen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Unsere Schule ist eine Inklusionsschule und Sie von der FDP setzen ja sehr viel Wert auf die Begabtenförderung. Wie sieht das aus mit unserer Schule? Wir machen gerade praktisch so einen Wandel durch und sind eher weniger in der Lage, uns konkret auf die Zukunft vorbereiten, wie das mit dem Inklusionskonzept weitergeht, weil da noch keine richtigen Vorgaben vom Ministerium vorliegen. Wie soll das ausgestaltet werden, das Konzept der Inklusion für die nächsten Jahre? Naja, also wir haben schon Qualitätsstandards gesetzt. Dazu gehört, dass ein Sonderpädagoge vor Ort ist, dass eine kontinuierliche Fortbildung der Lehrerschaft stattfindet, dass natürlich ein entsprechendes ein Inklusionskonzept für die Kinder da ist, dass Räumlichkeiten vorhanden sind für die Kinder. All das sind die Voraussetzungen, um Schule des gemeinsamen Lernens zu werden. Wir stellen entsprechend die Stellen zur Verfügung. Die werden nicht alle mit Sonderpädagogen besetzt werden können. Wir haben sie geöffnet, auch für andere Kräfte. Und wir sind ja momentan noch im Umstellungsprozess. Jetzt ab dem Schuljahr 2019, 2020 greifen dann die ersten Maßnahmen. Und wir müssen bündeln. Jetzt kann nicht jede Schule Schule des gemeinsamen Lernens werden, weil wir tatsächlich nicht in ausreichendem Maße die Förderlehrerinnen und Lehrer haben und Förderschullehrerinnen und Lehrer haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen den Weg des Bündelns, aber die Schulen, die tatsächlich dann Schulen des gemeinsamen Lernens werden wollen, bekommen dann seitens des Landes auch die notwendige Unterstützung, auch entsprechend Gelder für zusätzliche Fortbildung und eben den Stellenbedarf. Ich weiß jetzt beispielsweise von unserer Schule, wir sind so eine gebündelte Schule, wo das Konzept ausgearbeitet wird. Wir haben jetzt das Problem in Anführungszeichen, dass noch mehr inklusionsbedürftige Kinder in die Klassen kommen, sodass sich viele Lehrer auch damit überfordert sehen, eine so große Steigerung der inklusionsbedürftigen Kinder in der Klasse unterrichten zu können. Wir haben ja schon gesagt, wie wir uns das vorstellen, nämlich in der Regel 25 Kinder in einer Klasse, davon 3 mit sonderpädagogischem Förderbedarf und eine halbe zusätzliche Stelle. Das ist das, was wir unter inklusiv unterrichten verstehen. Das wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zu halten sein. Ja, das wissen wir. Das hat aber auch damit zu tun, dass bauliche Voraussetzungen durch eine vielleicht mitunter fehlerhafte Schulentwicklungsplanung da ihre Gründe haben. Aber das ist das, was wir uns vorstellen von inklusiver Beschulung an sogenannten oder an den Schulen des gemeinsamen Lernens. Somit bündeln wir die Kräfte, die uns zur Verfügung stehen. Eine letzte Frage noch. Es gibt ja die Entscheidungsfreiheit der Schulen, ob sie G8 oder G9 einführen in NRW. Was würden Sie persönlich machen, wenn Sie nochmal in die Schule gehen müssten? Würden Sie sich für eine Schule mit G8 oder G9 entscheiden? Na, wir haben die Leitentscheidung getroffen, dass die Schulen generell hier der Weg wieder offen steht, zu G9 zurückzukehren. Es sind bis auf 3 Schulen alle zu G9 zurückgekehrt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen würde ich natürlich dann auch wahrscheinlich eine G9-Schule besuchen. Sehen Sie den aktuellen Nachteil für einen Jahrgang wie unseren, der jetzt G8 hatte und damit verfrüht ins Alltagsleben und Berufsleben einsteigt? Oder? Nein, ich habe immer gesagt, G8 ist möglich. Es hat aber nicht die Akzeptanz gefunden, die es gebraucht hätte, um tatsächlich dauerhaft und flächendeckend hier in Nordrhein-Westfalen installiert zu werden. Wir haben verschiedene Unterstützungsmaßnahmen seitens des Landes angeboten, die aber eben nicht zu der Akzeptanz geführt haben. Und dann haben wir uns für die Leitentscheidung entschieden. Aber ich glaube schon, dass Sie gut gestärkt in das Leben gehen, was Sie nach dem Abitur erwarten wird. Ja. Okay, herzlichen Dank, Frau Gebauer. Dankeschön für das Interview. Sehr gerne. Danke. Dann blitzen Sie.